Das ist aber jetzt echt ärgerlich. Das ist aber echt komisch. Prost zusammen. Ja, ich bin jetzt auch schon sehr, sehr weit. Ich habe jetzt 12 Folgen im Kasten. Und aber was heißt weit? Pff, jetzt auch nicht so weit, aber es ist schon sehr, sehr geil gemacht. Auf jeden Fall. Bitte nicht spoilern. Ja, Fireplayer, wäre echt lieb von dir. Wie gesagt, Let's Play Live Show jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr. YouTube-Channel, einfach Werbung eingeben, dann seht ihr alles. Ich finde es auch geil. Ich gucke mir ja, wie gesagt, momentan auch ein Let's Play von anderen YouTubern an, von Alien Isolation. Und ich ist immer cool, wenn ich so selber spiele. Ich bin ja schon weiter wie die. Und dann immer so, wenn ich dann sehe, die kommen an dieser Stelle, ob die sich genauso dämlich verhalten wie ich. Ob die auch überlegen, wie komme ich da weiter. Denn ich weiß jetzt gerade echt partout nicht weiter. Ich bin ganz ehrlich. Puh. Entkomme aus dem, ja, super. Wie soll ich denn da weiterkommen? Ja, und hier war ja nur der. Das ist aber nett von dir, Dankeschön, Fireplayer. Wie gesagt, da siehst du meinen YouTube-Channel. Der nette Vladiboss hat es einfach mal geschrieben. YouTube-Channel Reflex GR, die Let's Play Live-Show, jeden Freitag und samstags um 20 Uhr hier auf dem Channel. Ich weiß gerade partout nicht weiter, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Das Navi zeigt uns auch nirgendwo hin, wo wir hin müssen, oder? Nee. Das zeigt uns gar nichts an. Das ist aber komisch. Weil normalerweise zeigt es uns ja immer an, wo wir hin müssen. Ich werde mal in den Raum gehen, da hinten, nochmal. Achso, wir sollen da nicht rennen. Dann kommt ja gleich das Alien wieder. So. Das ist aber echt ärgerlich. Wie gesagt, Patrick, ich habe ja ein Let's Play momentan am Laufen. Du kannst gerne vorbeischauen bei mir. Aber das weißt du ja schon längst. Da warst du wahrscheinlich schon längst gewesen. Oh, hast den neuen Vlog gesehen und alles und. Ah, jetzt zeigt das Navi auch wieder was an. Jetzt sieht man oben den Strich am Bildschirmrand da von dem Motion Tracker, der sich da so rumbewegt, wie so eine Schlange. Und der zeigt einen immer an, wo man hin muss. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Der führt uns bestimmt nur zur Tür, hundertprozentig. Mit Sicherheit. Ich schaue es ja eh. Ja, du hast ja mal mir geschrieben gehabt, dass du halt nicht, dass du nicht selber spielen möchtest. Tja, hier kommen wir nicht weiter. Ich habe keinen blassen Schimmer, bin ich ganz ehrlich. Tja, was machen wir denn da? Uda 142, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich weiß auch jetzt partout nicht wohin. Das ist das ja. Also so ratlos war ich noch nie gewesen in einem. Tu nicht. Entkommen Sie aus dem Ausstellungsraum der Syntheten. Syntheten, ja. Ausstellungsraum sind wir ja. Aber ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Und da finden Sie Samuels. Ja, toll. Ich weiß partout nicht, wie wir hier rauskommen. Das gibt's doch nicht. Das ist aber echt merkwürdig. Zock selber mit Kopfhörer ist sowas von geil. Ja. Tja, da müssen wir doch mal zurückgehen und weiter zurückgehen. Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal an diesem Computer nochmal. Achso, Moment. Ja, hehe. Stimmt, hast recht. Den Computer und dann freigeben. Klang Kasper. Aber ich meine, da war nichts, aber wir schauen trotzdem nochmal. Ist ein guter Tipp übrigens. Habe ich jetzt selber, bin ich selber gar nicht drauf gekommen. Hi Odin, ich grüße dich.
Willkommen zur Let's Play Live Show. Odin! Yeah! Mein Gott! Lang nicht gesehen! Hallo, guck dir mal den Luftschacht. Nee, kann ich. Oder? Nee, ich kann hier nichts machen. Freigeben? Nee, geht nicht. Hallo, guck dir mal die Lüftungsschächte an. Ski19, hi Ski19, ich grüße dich, willkommen zur Let's Play Live Show. Was, oben auf der Mitte sieht aus wie ein P? Auf der Mitte der Karte, was? Okay. Was, oben mitten auf der Karte sieht aus wie ein P? Nee. Naja, wo du wieder hinguckst. Okay, ich soll mir den Lüftungsschacht mal anschauen. Okay, vielleicht gibt's da eine Abzweigung, die ich selber noch nicht gesehen habe. Das könnte natürlich gut sein. Schauen wir mal. Ich schaue mich um. Ich schaue mich weiter um. Okay, ist eine Sackgasse. Hier ist auch eine Sackgasse. Kommen wir auch nicht weiter. Nein. Ich Let's Play es nur. Odin. Vielleicht, wenn ich mal durch bin, dann werde ich es vielleicht nochmal Let's Playen im Stream. Aber ansonsten. Tja, da war jetzt aber nichts gewesen. Also. Prost zusammen. Tja, welchen Lüftungsschacht? Vielleicht der hier? Vielleicht da hinten den Lüftungsschacht? Vielleicht geht's da nochmal. Aber das kann ich mir schwer vorstellen. Dankeschön für die Werbung. So. Wie gesagt, YouTube-Channel seht ihr da und die Let's Play Live-Show auch. Infos. Aber von da kamen wir doch so weit weg. Ich kann mir es schwer vorstellen, dass es so weit weg jetzt ist. Das. Alter! Du Kack! Du Kack! Scheiß Android! Du Kack-Android! Meine Güte! Ich wusste es! Ich wusste es! Wenn ich es vergesse oder was wieder, dann. Ah! Oh. Okay, da. Es könnte. Ja, Moment, es könnte sein. Aber da kommen wir doch auch wieder dahin, oder? Jetzt rechts. Aber hier geht's nicht weiter. Nee, Quatsch. Hä, wo bin ich denn jetzt? Nee, Quatsch. Zum Schluss ging es doch in die andere Richtung, oder? Aber hier geht's nicht weiter. Zum Schluss ging es doch in die andere Richtung. Welchen Schacht meinst du denn, Ski19? Ich weiß jetzt nicht genau, welchen Schacht du meinst. Meinst du vielleicht den, der oben an dem Ausstellungsraum ist, oder ist es der Schacht hier? Weil da geht's doch, glaube ich, also. Alter, geh weg, geh weg. Wie er das. Ah, ich bin erleuchtet. Entschuldigung. Juan, Juan, Men, Men's Over, hi, ich grüße dich, Junes Men's Over. June Men's Over, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hi, erstmal willkommen zur Let's Play Live Show. Den ersten Schacht, was heißt denn jetzt der erste Schacht, wo ich jetzt gerade war? Okay, wir haben keine Batterie mehr für die Taschenlampe, ja, das ist ja super. Jetzt habe ich hier alles verblasen, klasse. Was heißt? Okay, der erste Schacht bleibt. Okay. Vielleicht meint sie oder er, je nachdem, ich weiß es ja nicht. Den Schacht oben in diesem Ausstellungsraum. Aber da ging es doch nicht weiter. Ich kann mich nicht entsinnen, dass es dort weitergeht. Aber ist voll cool, so mit Stream jetzt so mit euch zusammen hier wieder zu arbeiten, ist es voll cool. Sowas liebe ich ja, wenn Spiele.
mich so verhaspeln, dass ich nicht weiterkomme, dass ich wirklich euch brauche, dann ist das natürlich sehr, sehr geil, weil es macht eine Menge Spaß. So, hier geht's nicht weiter. Was? Aber hier kommen wir noch nicht durch, oder? Nö. Da ist auch zu. Vielleicht ist ja auch nicht die Taschenlampe großartig verblasen, weil. Nice game to you like. Thank you. The Let's Play Live Show every Friday and Saturday in German time 8 p.m. I hope you understand my German is my German. Yeah, my English is not very good. My German is not much better. And I hope you like the show every Friday and Saturday at 8 p.m. in German time. Let's Play Live Show. Ja, das. Gott. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Toll. Da war aber nichts im Schacht. Na super, klasse. Und hier ist auch nichts. Ich bin am Verzweifeln. Ich habe keinen Plan. Ja, ihr könnt ja gerne mal irgendwo ein Let's Play mal eben nachschauen, ob einer schon weiter ist. Nein, natürlich nicht. Wir werden hier den Ausgang schon finden, so ist es nicht. Aber ich glaube, wir müssen doch zurück, weil ich kann mir schwer vorstellen, dass es hier irgendwie weiter, weil wir kommen hier gar nicht weiter. Das ist irgendwie. Ja, das ist doch irgendwie, ne? Oh. Yeah. We stop here. I have no idea. I have no idea. We can open this door. To open this door. Lol, nice. Kann man die Figuren drehen? Nee, ich glaube nicht. I don't, nee. Nee, ich kann die Figur nicht drehen. I don't can turn the figure. The figure. I don't know. I don't know. I don't know to open this door. Das Problem ist ja, wie gesagt, in diesem Text steht ja, dass angeblich an diesem Schreibtisch hier, weil das wird sie ja sein, die den Text geschrieben hat. Das ist ja sie. Aber ich habe keinen blassen Schimmer. Im Text steht ja angeblich drin, dass halt am Schreibtisch ein Schalter ist. Ne, da steht zum Beispiel, da unten steht's. Du musst dich in den Ausstellungsraum begeben und dich dort einschließen. Es gibt einen Abriegelungsschalter an meinem Schreibtisch. So. Da die Maschinen mal tatsächlich etwas wert waren, mach dir um die keine Sorgen. Das sind nur Vorführmodelle. Also gibt es doch angeblich hier, wenn ich das richtig lese, gibt es doch hier an dem Schreibtisch angeblich einen Schalter, um das zu verriegeln und es zu entriegeln. Aber es geht ja hier nicht. Hier kann ich auch nichts machen. Ich kann X drücken. Auch nicht. Freigeben. Ich kann hier nichts tun. Nichts. Tja. I don't know. Ja, sowas habe ich auch noch nie erlebt. Da ist. Ah, nee, das ist eine Tür, ne? Jetzt habe ich schon Hallos. Und das ist ja der einzige Schrank. Na toll, ist die Lampe ganz aus. Super, wir haben keine Taschenlampe mehr. Und das ist ja die einzige, der einzige Schreibtisch, den es hier gibt. Oder gibt es hier irgendwie am DJ-Pult, würde ich jetzt gerade schon sagen, an dem Pult hier? Ne. Okay. Ich glaube, dass es noch einen anderen Schreibtisch gibt. Ja, aber welchen? Hier gibt es keinen anderen. Da ist nur hier ist nur so eine Theke, wo die gesoffen haben. Ich kann jetzt leider keine Lampe anmachen, weil uns leider die Batterien ausgegangen sind. Hier ist nur so ein ja, Begrüßungs Sofa, Möbeljahr, Möbeljahr. Tja, und ansonsten gibt es hier keinen Schreibtisch. Hier sind nur die Androiden mit ihren Kammern, wo man die einschließen kann. Ja, die werden wahrscheinlich eingeschlossen und dann wird wahrscheinlich die Tür aufgehen, vermute ich mal. Die werden dann wahrscheinlich da reingefahren irgendwie oder die sollen dann da reingehen.
Vielleicht der Schalter unterm dem Tisch. Bist du denn im Vorführraum? Ja, das ist der Vorführraum hier. Das sind ja diese Androiden als Vorführraum. Ja. Kann ich ja hier nochmal kurz zeigen. Schönen Abend alle zusammen. Hi, Gutox. Hallo, Neon Green, habe ich gerade gesehen. Da steht jetzt, kommen Sie aus dem Ausstellungsraum der Syntheten. Das ist hier. Das ist dieser Ausstellungsraum, wo jetzt dieser Kreis drum ist. Und da müssen wir hin. Und da kommen wir ja nicht durch diese Tür, weil das rote X da ist. Und es ist, wie gesagt, diese Tür, die wir irgendwie freischalten müssen. Und angeblich ist hier, müssen wir hier rauskommen. Der einzige Weg ist halt durch den Luftschacht, aber da kommen wir ja wieder zu der verschlossenen Tür. Deswegen, also wir müssen hier irgendwie, glaube ich, irgendwas tun. Ich werde mal unter dem Schreibtisch nochmal gucken. Ich glaube zwar nicht, dass hier irgendwas ist. Vielleicht unter dem Tisch. Hier, nee, hier, nee. Nee, hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Ich bin zu dämlich, ein Ding zu finden. Das ist aber echt komisch. Regie, wir brauchen Licht. Genau. Regie, wir brauchen Licht. Ja, aber schnell. Ja, ich habe meine Taschenlampe verbraucht. Deswegen habe ich kein Licht. Ah, Moment. Ha. Moment. Haha. Natürlich, wir haben Licht. Wir haben hier eine Menge Licht. So, hier ist schon mal nichts. So, wir haben hier eine Menge Licht. Ich kann ja auch die Dings platzieren. Dann haben wir hier ein wenig Licht. So, dann haben wir hier wenigstens ein bisschen Licht. Hier haben wir auch ein wenig Licht dann. So, jetzt haben wir genug Licht hier. So, jetzt schauen wir uns mal ein wenig um. Haha, ich bin doch doof. Hier haben wir noch die Leuchtfackeln. Aber hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Hier sind die Kammern von den. Das gibt's doch nicht. Hier ist gar nichts. Ach, hier! Da muss doch mal einer sagen, dass das an der Säule ist und nicht. Moment, das muss ich noch mal eben. Moment, Moment, das kann ich jetzt nicht auf mich sitzen lassen. Ich muss es mal eben noch mal lesen. Was stand denn da? Das stand doch unterm Schreibtisch oder habe ich mich vertan? Du musst dich in den Ausstellungsraum begeben und dich dort einschließen. Es gibt einen Abregungsschalter an meinem Schreibtisch. An meinem Schreibtisch. Das ist nicht am Schreibtisch, das ist an einer Kacksäule. Und jetzt? Es passiert gar nichts. Es passiert nichts. Soll es auf der anderen Seite auch noch einer? Entschuldigung. Okay, es ist jetzt gar nichts passiert, obwohl ich drauf gedrückt habe. Das ist aber ein bisschen merkwürdig. Was? Was? Nein, 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 ich will nicht sterben. Nein, geh weg. Alter. Alter. Alter, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, du stinkst. Weg, du stinkst. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Was? Nein! Nein! Wollt ihr mich verarschen? Ah, ah, ah. Ah, Alter, wollt ihr mich verarschen? So f Alter, wollt ihr mich verarschen oder was? Alter, wieso ich gegen die Horde denn ankomme? Hier! Hier, Alter! Hier! Hier! Alter! Alter, fickt euch! Fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Ich hoffe, die Tür ist offen. Mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf! Oh nein! Speicherpunkt wäre geil!
Was? Alter, was machen die da? Was? Prost zusammen. Ich glaube, die machen die Tür kaputt. Ich hoffe, die fackeln da ab. Ich hoffe, die fackeln da so ab. So, ja, dann wollen wir uns mal weiter umsehen, aber ich habe kein Licht mehr. Das ist natürlich scheiße. Ich habe zwar eine Fackel, aber das lockt auch das Alien an. Boah, die räumen da gerade voll auf, ey. Ich glaube, die sind ein wenig... Ich glaube, die sind ein wenig stinkig. Am Schreibtisch heißt nicht auf dem Schreibtisch. Das stimmt allerdings. Bauplanverbesserung. Öffentliches Baumenü. Was haben wir denn da jetzt? Was haben wir denn neu? Öffnen Sie das Baumenü. Ja, toll. Was sollte ich denn jetzt hier... Oh, Pumpgun-Patronen. Ja, ja. Was haben wir denn jetzt für eine Verbesserung bekommen? Okay. Naja, gut. Oh, da ist ein Speicherpunkt. Revolver. Wieso kriegen wir denn so viele Waffen jetzt gerade? Oder beziehungsweise so viel Munition. Gehen wir auf Ende zu? Kann das sein? Wäre ein bisschen schade, weil ich mich doch gerade sehr, sehr wohlfühle bei dem, was ich tue. Hier ist eine Kiste. Und wir sind auch sehr, sehr gut ausgerüstet, fällt mir gerade auf. Hallo? Machst du die... Hallo? Machst du die Kiste offen? Wir können so eigentlich gar nicht großartig irgendwas herstellen. Da ist, glaube ich, ein Computer. Molotow-Cocktail. Molotow-Cocktail. Ey, so viele Sachen haben wir ja noch nie bekommen. Taschenlampenbatterie. Ja, geil. EMP-Granate. Das gibt's doch gar nicht. So viele Sachen haben wir noch nie bekommen auf einmal. Und hier geht's doch nicht weiter. Hier ist, glaube ich, nur ein Terminal. Aber ich werde erstmal speichern. Um mal zu gucken. Tja, was da am Terminal gleich ist. Erstmal herzlich willkommen zur Let's Play Live Show. Ihr habt alle richtig eingeschaltet. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr Let's Play Live Show hier auf dem Channel. Und meinen YouTube-Channel einfach mal Werbung reinschreiben in den Chat. Und dann seht ihr meinen YouTube-Channel und die Let's Play Live Show Infos. Shadowfall XX, ich grüße dich. So, Smith, liest das. Was soll das heißen? Du hast den Zugang zum Aufzug abgeschlossen. Deine Knarren und Vorräte helfen dir einem Scheiße, wenn die Sündin, der dich gejagt hat, immer noch hier unten ist. Oh, ich glaube nicht, dass er mich gesehen hat. Er stand in der Anlagenüberwachung und hat deinen alten... Was? Hefte? Ach so, deine alten Hefte angeschaut. Komm hier runter und mach die Tür auf. Pronto. So, was können wir denn freigeben? Aushacken. Ich weiß nicht, wie viel von euch noch da sind und das lesen, aber ich habe von der Synthetenausstellungsraum im mit Waffen und Vorräten ein Lager aufgeschlagen. Da sind wir hoffentlich sicher vor der Kreatur. Smith ist bei mir und wartet darauf, dass man ihn aus dem Flüssigkeitswerk nach oben lässt. Noch immer keine Meldung von Susan. Lass mich bitte wissen, ob sie bei euch ist. Okay. So, kannst du einen Speedrun machen, wenn du das Spiel zu Ende ist? Oh, das wird, glaube ich, schwierig, Speedrun, weil man kann ja nicht rennen. Und das Alien kommt ja dann, habe ich schon mir sagen lassen. Aber man kann schnell durchgehen, das ist natürlich klar. Ja. Servus, habt ihr mal einen Follow da gelassen? Hallo RexBex89, grüße dich, willkommen zur Let's Play Live Show. Dankeschön erstmal für den Follow. Einen schönen Abend alle zusammen. Aidencroft, hi Aidencroft. Die Frage ist, wo müssen wir lang? Was? Alter, die kommen!
Was? Was? Alter, geh weg! Geh weg, 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 geh weg. Wow, 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 wow. Alter, geh sterben! Geh sterben! Ich hab keine Muni mehr! Ich hab keine Muni mehr, ich muss nachladen! Ist es wirklich Sinn des Spiels, dass ich die jetzt abknalle? Alter, die brennen doch! Oh, Sweet Walk! Geh sterben! Hasta la vista, Baby! Aua! Nein! Fuck, 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 fuck! Hasta la vista, Baby! Vielleicht hatte eines dieser Dinge eine Schlüsselkarte. Na toll! Das wusstest du. Das weißt du jetzt auch auf einmal, komischerweise. Dass eins von den Dingern eine Schlüsselkarte hatte. Oder wie? Einer packt mich gleich, ich seh's. Bestimmt der hier, den ersten. Ja, natürlich, der erste. Oh, wisst ihr was? Ich speichere erstmal. Kann ich irgendwas herstellen? Nein. Na toll. Jetzt haben wir nichts mehr von der Pumpgun-Munition. Puh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass man doch so viel ballern muss an dieser Stelle. Ich hätte echt gedacht, die verbrennen jetzt durch das Feuer. Aber dem ist nicht so gewesen. Naja gut. Von so an gehen wir da doch mal weiter. Wir haben die Schlüsselkarte, das heißt also... Puh, wir können wahrscheinlich diese Tür hier öffnen. Ja. Wo sind wir denn jetzt? Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir sind. Ich bin auch ganz ehrlich, ich will es auch gar nicht wissen. Hier liegt noch was. Ein Bindemittel. Wir haben alles voll. Ist unglaublich, dass wir so... Oh, da ist noch ein Speicherpunkt. Ja, speichern. Das Game ist so übelst geil, auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr begeistert davon, das stimmt wohl. Nein, ich will überschreiben. Was mache ich denn da? So, natürlich. Sehr, sehr geil. Also, ich habe mich echt gefreut, tierisch. Also, ich freue mich tierisch darüber. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen dahin. Da müssen wir hin. Genau, da haben wir ja Samuels gesehen. Ich gehe trotzdem erstmal hier mich umsehen. Immer in die andere Richtung. Was ein cooler Sound.